Dann hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Nach dem Drittligaspiel zwischen unserem Halleschen Fußballclub und Viktoria Köln Platz genommen haben beide Cheftrainer. Wir freuen uns jetzt auf das Statement von Gästetrainer Olaf Jansen. Ja, vielen Dank. Ja, erstmal, Setko, ja, herzlichen Glückwunsch zum verdienten Sieg von euch in dem Spiel. Ich kann mich relativ kurz fassen. Ja, in der ersten Halbzeit haben wir in der ersten halben Stunde, ersten 35 Minuten wenig Zugriff gehabt auf die erste Linie. Viele Bälle, die über uns drüber sind und dann an unserer letzten Linie gelandet sind und gefühlt jeder zweite Ball dann bei Halle war. Da haben wir, wie gesagt, glaube ich, 3, 4, 5 gefühlt hochkarätige Torschancen zugelassen. Da hätten wir eigentlich schon deutlich im Rückstand liegen können. Wir haben mit dem Ball ja in der ersten Halbzeit noch ein paar vernünftige Sachen gemacht, zwischen den Linien gewesen. Ich glaube, dann 3, 4 Mal ganz gefährlich vor der Box gewesen und dann eben auch 1-0 geführt durch eine Umschaltbewegung. Und ja, dann haben wir umgestellt. Dann war es klar, dass wir den Ball nicht mehr so oft hatten, aber dann eben auch versuchen, dann eben auch wenig Tormöglichkeiten zu haben. Und dann so haben wir uns in der Halbzeit auch nochmal verständigt, dass wir das so beibehalten, natürlich dann Halle wehtun wollten mit Ballbesitz und vor allen Dingen auch mit den Umschaltphasen, die dann definitiv kommen werden. In der Defensive war das ordentlich, in der zweiten Halbzeit nach vorne hin, ja, haben wir gefühlt gar nicht stattgefunden. Und dann, ja, dann kommt das Ding von Ben, tritt den Rasen, passiert, dann kommt der Sonntagsschuss. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen, aber nochmal, am Ende des Tages, wenn man die Torschancen zusammenzählt und die Art und Weise, wie die beiden Mannschaften aufgetreten sind, dann hat Halle hochverdient gewonnen. Vielen Dank. Dann geht es jetzt weiter mit deinem Statement, Sreto. Ja, hallo erstmal und danke, Olaf, für die Glückwünsche. Ja, kein einfaches Spiel für uns, weil Viktoria ist für mich mit die beste Mannschaft, was Positionsspiel anbelangt, wie sie Ball laufen lassen, wie sie sich den Gegner zurechtlegen. Und unser Spiel ist wiederum, sich nicht hinten zu verriegeln, sondern eben auch mutig nach vorne zu pressen und auch mal zu jagen. Und diese zwei Komponente, wenn aufeinandertreffen, da sind Torchancen vorprogrammiert. Und ich glaube, dass wir 30 Minuten das richtig gut gemacht haben, dass wir wirklich einige Angriffe vorgetragen haben, auch aus meiner Sicht drei sehr, sehr gute Chancen hatten, um in die Führung zu gehen. Aber trotzdem hat man gemerkt, dass wir nicht alles verteidigen bzw. pressen können, dass Viktoria einfach einen guten Ball spielt. Und so kam es dann auch zu diesem 1-0. Wir waren relativ hoch, haben nicht den Druck, nötigen Druck auf den Ball gehabt und schaffen es dann auch selber zu verlängern in die Tiefe, wo wirklich sehr viel Geschwindigkeit unterwegs war und auch die Kaltschnäuzigkeit, die sie heute hatten bei der gleich, glaube ich, erste Top-Gelegenheit, sofort 1-0 bei uns, wiederholen sich einfach die Sachen, aber das hat auch was Positives, wir sind dann nicht verrückt geworden, wir sind dann cool geblieben, haben weiterhin versucht, unser Stil durchzubringen, wohl wissen, dass es in der zweiten Halbzeit ja noch gefährlicher werden kann, weil Viktoria kann sich das noch besser zurechtlegen und wir müssen höllisch aufpassen, aber wir sind mutig geblieben, weiter drauf gedrückt und auch irgendwo dieses 1-1 dann erzwungen und hinten raus auch mit einem sehr schönen Abschluss, wenn auch ein bisschen glücklich war. Aber Aichi Kandas, der macht es immer wieder mal im Training, auch mit seinem rechten bzw. linken Fuß. Und sind insgesamt sehr, sehr froh, dass wir das Spiel heute gewonnen haben, jetzt zweimal in Folge. Und das tut uns wahnsinnig gut. Dritte Liga ist einfach, harte Liga von Woche zu Woche. Da gibt es keinen Favoriten. Es ist wirklich... Du musst 90 Minuten bzw. 100 Minuten über die Zeit gehen, konzentriert bleiben, sonst bist du ruckzuck auf einer Verliererstraße. Dieses Mal hatten wir auch das nötige Glück auf unserer Seite und sind sehr, sehr froh, denn Köln wünschen wir natürlich eine gute Heimreise und Olaf dir und deiner Mannschaft alles Gute für die Zukunft und ja, danke. Vielen Dank, dann kommen wir zu euren Fragen. Ja, Herr Ristic, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Einige Fans hatten ja schon fast auf einen Rückstand gehofft, nachdem das in Ulm so gut funktioniert hat. Provokant gefragt, braucht Ihre Mannschaft erstmal einen Rückstand, um effektiv zu werden? Nein. Die Torschützen, Erich Berko, Julian Eitschberger, vor allem Berko, auch ein bisschen umstritten bei den Fans in den letzten Wochen gewesen. Wie sehr freut Sie das besonders, dass bei ihm heute der Knoten geplatzt ist? Sehr. Erich hatte sehr
oder hat einen schweren Stand die letzten Wochen und ist aber ein Spieler, der höher Fußball gespielt hat und ist aber auch trotzdem nur ein Mensch. Und der war jetzt vielleicht nicht in der Top-Verfassung. Gründe kann ich auch nicht beleuchten, aber es ist ein wahnsinnig wichtiger Spieler für uns. Er ist jemand aus unseren Reihen und für ihn hat es mich heute wahnsinnig gefreut, dass er sich jetzt mit dem Tor belohnt hat. Schon letzte Woche in Ulm hat er eine gute Leistung gebracht und er mit seiner Präsenz, seiner Wucht, er kann jeden Gegner wehtun und heute hoffe ich, dass es auch mit ihm was macht. Im Kopf, irgendwo so eine Bestätigung, so eine Erfahrung brauchst du als Mannschaft, wir, aber euer als einzelner Spieler. Und das ist, hoffe ich, ja, gut für ihn. In den vergangenen Spielen war es ja oft so, gerade auch in Ulm hat Dominik Baumann die Wende gebracht, in Spielen davor auch die Führung. Inwieweit freut sich das, dass man jetzt da auch in der Offensive flexibler ist, jetzt sich Erich Berko da auszeichnen konnte? Das freut mich sehr und das ist schon immer so gewesen, dass wir jetzt nicht nur auf Baumanns Schulter sich ausruhen lassen wollen, sondern der arbeitet auch heute unermüdlich für eine Mannschaft, hat ein, zwei Gelegenheiten gehabt, die der nicht gemacht hat, aber umgekehrt war es ja genauso, die Jungs arbeiten für den Baum, dann netzt der ein, das ist einfach ein Zusammenhalt, das sich mit Sicherheit noch entwickeln muss, Sonst wird es eng, wenn es nur einer schießen soll. Ich glaube, dass wir auch andere Jungs haben, die das in der Lage sind zu machen. Und es ist aber ein Weg. Und da sind wir gerade dabei. Defensiv in Ulm haben Sie da gesagt, da musste man einiges überleben. Inwieweit war das heute dann eine Steigerung in dem Spiel heute? Ja, sehr gut. Zudem wir wirklich gegen einen richtig guten Gegner und auch mutigen Gegner, der wirklich dann sehr oft die Pressingslinie ausgespielt hat und dann auch sich den Gegner zurechtgelegt hat, da müssen wir wirklich in der Tiefe verteidigen und auch viele Meter gehen. Das war schon so auch geplant. Aber wir haben im Großen und Ganzen, glaube ich, zwei Torschüsse zugelassen oder drei, mehr waren es nicht, wo es gefährlich hätte werden können. Davon ist auch ein Tor entstanden, aber sonst haben wir das echt vernünftig verteidigt. Frage ich zum Abschluss nochmal nach. Jonas Niedfeld musste wieder vorzeitig runter, Julian Eitschberger auch. Ist da schon irgendwas festgestellt worden oder sieht jetzt nicht ernster aus? Das weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe, dass es jetzt nichts Schlimmes ist. Es war bei Nita schon letzte Woche so, dass er irgendwie mit Krämpfen zu kämpfen hat. Das weiß ich nicht. Bei Eitschberger ähnlich. Ich hoffe, dass es jetzt einfach auch nur Krampf ist und nichts Schlimmes ist. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen aus Köln eine schnelle und heile Rückreise. Viel Erfolg für den Rest der Saison und euch allen auch einen schönen Abend.